Mautzens, yay, da sind wir wieder. Und wir haben im letzten Part einen verdammt genialen Secret-Raum gefunden. Habe ich mich wieder verhaspelt. Dann schauen wir mal, oben war ja nun Kori, wo ist die Kori? Kori, da. Da ging's noch nicht weiter, genau. Heißt der Ort Kur? Ach, Kur, C und Absu. Und Eribu. Absu war auch mal dieses Tauchspiel, was dieses Jahr rauskam, ne? So ein bisschen wie Journey, ganz cool gewesen. Falls es jemand gesehen hat. Und Kur, ja, da geht's zur Reha. Okay. Wir sind jetzt dort. Oben war nur das. Okay, dann bist du da. Konnte ich denn. Ich kam von dort oben. Und dort unten in der blauen Zone musste ich. Kann man das auch zoomen? Nee. Unten in der blauen Zone musste ich irgendwas mit den Drohnen wiederbeleben, damit die. Wie hieß die noch? Vertushka, Babushka. Diese russische Version der Damenrobotine wiederbelebt wird und uns helfen kann. Okay. Da ging es aber noch sehr weit nach oben. Da ging es, glaube ich, aber nicht so wirklich weiter, ne? Da konnte ich noch zwischen den blauen. Ganz rechts der Safe Room. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, kann ich auch noch lustige Sachen finden. Bei der Erinnerung, was war da auch noch? Ach ja, da musste ich ja kleiner werden. Genau, das ist ja wohl das nächste, was jetzt irgendwie kommen wird. Lasst mich den Raum neben dem Speicherraum nochmal durchchecken. Mal schauen, was da ist. Die Dinger, ne? Furchtbar. Ist hier richtig? Da und dann im nächsten Raum hoch. Ja. Das mit den Wurmis läuft ganz gut bis jetzt. Okay. Wow. Ah. Holy Christ. Ah, Energie. Schön. Ausweichening. So. Warte mal, hier geht es laut Karte noch nach unten. Irgendwie rein oder so? Nee. Nö, hier ist gar nichts. So, dann war es. Hier hoch. Hier war auch nichts mehr. Nein, okay. Gut. Da rein.
kann ich nämlich hier hoch. Yay. Wenn es denn klappt. Aha. Achso, das sind die Dinger. Vams. Weggemoldet. Gemoldet? Okay. Neues Wort. Nein! Nö! Willst du wohl, Held? Oh, das ist ja viel. Ah, ich muss den wegknatzern. Dann kann der da hin. Jetzt hätte ich dann. Grr, geht er hoch. Ah, super. Hat ja gut geklappt. Yes. Ach, Quatsch. Da kommen die kleinen Stinker hier auch schon. Ich glaube es nicht. Wie soll ich denn da hochkommen jetzt? Ich nehme die andere Seite mal. Zack. Sehr schön. Geht Energie, das ist gut. Hier auch noch. Full Health mit Ä. Ja. Easy way out. Man muss schon gucken, dass hier kein Geheimgang ist. Okay. Was bringt mir das jetzt? Warte mal, da ist doch noch eine Tür. Jetzt durch den Safe Room ganz rechts rausgehe, rechts dann wieder hoch. Aha. Dann mautzen wir mal da lang. Ja, zwischenspeichern kann nie schaden. Saven ist immer gut, sagt Pavlovich. Pavlovich Digorowski. Ah. Willst du wohl? Das war jetzt dort oben. Also bin ich da denn nicht reingegangen? Oh nö. Stirb! Stirb du, Tarantula! Geht doch. So, kommen hier auch Würmer? Na, ah, ist nur so ein Stress. Machen müssen, die Viechers. Noch mehr? Nein, keiner. Hier war ich nämlich noch nicht drin. Ha! Oh, klasse. Das bringt uns ja total weiter. Nee, du sollst doch nicht... So. Komme ich da denn ran? Was ist das für ein klackerndes Geräusch? Thank you.
Ne, die Blöcke unter dem Eingang sind's auch nicht. Mysteriös. Da links war ich gerade. Okay. Will ich mal schauen, was es hier ganz oben noch gab. Ah, Glibber. Oh ja, genau, hier bin ich ja noch nicht weitergegangen. Stimmt. So. Vermute mal, hier muss doch irgendwo noch ein Boss kommen. Weil die gerade sehr... Ach, schau mal. Was ist die hier, ne? Ja, da kann ich noch nicht lang, okay. Zip, 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 zip. Was zu bohren, nein. Zip. Was ist da? Okay. Autsch. Geh mal rechts. Ah, Safe Room, immer geil. Ein Safe Room, wo du sie saven kannst mit der Speicherung. Verstehen Sie? Johnny Cash approves. Sind wir hier? Okay. Fehlt mir was, Leute. Ein ganz kleiner Pixel zu viel. Zu wenig, sorry. Oder springe ich einfach nur blöd? Na, Gnarf. Oder man kommt von der anderen Seite. Nee, keine Chance. Okay. Oh nein, gerade von geredet. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Oh Mist. Demon Athetos sagt töten. Also dann. Okay, der ist hart. Der ist jetzt schon hart. Boah, der ist jetzt schon hart. Alter. Alter. Ich werde dann erstmal woanders gucken. Jupp. Ach, die ganze Assi ist wieder hier, ne? Ciao. Hätte ich besser unten lang können. Ja. Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan.
Ja, wenn das mal nicht gut ausgewichen war, Leute, hä? Es geht. Tiger-Skills. So, zack, zack, zack. Ohne einmal getroffen zu werden. Yeah. Boah, diese blöde Waffe, die bringt auch gar nichts. Schön auffüllen hier. Hier war jetzt der oben, ging zu dem Secret, genau, müssen wir unten weiter. Was wir jetzt ja können. Au. Was wir jetzt ja können. Was wir jetzt ja anscheinend nicht können. Och, komm schon, ehrlich. Echt jetzt? Gnarf, ey, das ist ja... Das ist ja ein Frevel hier. Boah, echt jetzt? Muss ich irgendwie diesen scheiß Boss jetzt besiegen? Ich komm da nicht hin. Der Speedrunner wüsste bestimmt jetzt einen Glitch. Boah, knapp. Nee, es soll wohl nicht sein. Ich muss wohl zu diesem riesigen, ungesunden Bossmonster. Oh, okay. Okay. Sonst noch irgendwelche Ecken, wo ich... Unten das hellblaue, könnte ich noch mal schauen. Hier war auch alles dicht. Schiete. Unmauziger Kram. Gegen den sehe ich jetzt ja voll gegen an. Ach, weg. Okay. Hep, 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 hep. Oh, komm, ich bin wieder mein Lieblingsgegner, ja. Ne. Komm schon, Held. Held der Geschichte. Da war auch nichts mehr, ne? Okay, Boss Time. Auch nicht schlecht. Einfach mal gar nichts tun. Super Zombie. Okay. Also speichern noch und Boss haben. Muss ich vielleicht mit dem Glitchstrahl irgendwelche Plattformen neu organisieren oder so?
Ach so, ich kann die kleinen Dinger erstmal. Ah, okay, das ist ein Anfang. Okay. Jetzt schon wieder tot. Gibt's ja gar nicht. Oh. Wenn ich den ganz auseinandernehmen muss, dann habe ich einiges zu tun. Scheibenhonig. Verdammt nochmal. Habe ich. Nämlich auch. Na. Oh. Gott. Okay, das wird jetzt so ein Try and Error Ding wie bei Dark Souls. Alles klar. So lange rein rushen, bis man ihn irgendwann hat. Na gut. Wonk. Du, wie freundlich auf dahin rennen. Hey, ich werde sterben. Geil. Yay. Nochmal. Nummer uno. Jetzt kommt sein Strahl. Nein. Na. Jetzt aber. Was? Ja, klar! Und schon wieder fast tot. Deckung nehmen, dahinter bleiben, okay. Gut, dass ich das Reichweiten-Ding in der Secret Area gefunden habe. Das glaube ich, würde ich noch weiter nach vorne müssen. Ach, den treffe ich auch so. Okay, das ist gut. Dauert jetzt etwas länger, bis ich da... Nein! Da oben war noch Heilung. Gnarf! Okay, 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 den kriegen wir. Den kriegen wir. Den ersten unten, den kann ich ja schon so kriegen. In der ersten Runde. Da muss ich aufpassen, dass der zweite mich nicht so kriegt. Jetzt zieht mir am meisten ab. Wenn ich oben Deckung habe, dann geht's. Okay. Mautz, das kriegen wir hin. Der wird jetzt getigert. Oder ich werde gegrillt. Naja, warten wir's ab. Rawr, you dumbass bitch. Na komm, yes. Nach oben, schnell nach oben. Deckung. Oh,
ein Riesenviech, ne? Sieht voll heftig aus, wie so eine Libellenlarve. Ja, mit Geduld, mit Geduld. Nein, mit Geduld, Pauli. Yes, der ist schon mal weg. Kannst du dahinter gehen? Okay. Autsch. Okay, das Ding ist weg und jetzt? Wo muss ich dich jetzt treffen, Kollege? Bunten Dinger? Nee, auch nicht. Wo muss ich dich jetzt treffen? Damit vielleicht? Nee. Auch nicht. Ist das richtig gesehen? Der Glitchstein, ne? Nein! Ah, okay. Ja, natürlich. In den ins Maul rein, du. In deinen Anusmund. Das Gegnerdesign ist geil, aber... Ich bleib mit der Block bestehen. Bleib bloß da, Block. Ich zähl auf dich. Billy Block. Du, dir gehört jetzt mein Leben. Nein! Na, oh, knapp. So knapp. Okay. Boah. Billy Block, du hast mich nicht gehalten. Ich hab dir mein Leben anvertraut. Billy Block. Billy Block, das klingt wie ein viereckiges Kondom. Okay. Einfach weiterballern, Pauli. Einfach weiterballern. Yes.
der ist weg. Mist. Getroffen. Der Sausack. Und das Ding ist auch weg. Jetzt brauchen wir unseren Freund den. Könnte ich ihn ja theoretisch schon hier? Das wäre mir zu gefährlich. Okay. Roter. Die dicke Made im Speck. Na, nicht zu viel. Jetzt werde ich übermütig. Genarrt. Ja. Yeah. Pow, bitch. Oh, das nenne ich mal wenig Energie. Geile Idee, dass man Blöcke generieren muss. Fuck. Ich Idiot. Ich bin so hohl, ne? Alter, muss ich da irgendwie hin oder so? Oben lang, da waren ja auch noch welche. Super. Tiger und seine Sprungfähigkeiten. Läuft. Nee, oben sind keine mehr. Das ist auch nur Energie, okay. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, okay. Alles klar. Was ist das hier für ein Ekeltank? Wow. Ach, die Pumpen anstellen. Okay, ich hoffe, dass das der Energiefilter ist, den Else Nova erwähnt hat. Else Nova. Die Else, weißt du? Ja, ich brauche noch etwas Zeit, bis das Geld weg ist, aber es geht mir soweit gut. Gut, genug, um mir zu sagen, was hier los ist.
Ja, aber es ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Natürlich hat er Zeit. Das Universum hat zwei Seiten. Weltenstrom und Bruch. Bruch. Bruch ist wie ein Sturm. Ja, das gibt mir nach dem Saufen auch immer so. Bruch ist wie ein Sturm. Tödlich und tödlich. Kann nicht passiert werden. Kann nicht passiert werden? Was ist denn das für ein Deutsch? Dieser Planet Sudra wurde entworfen, um Bruch in Schach zu halten. Okay. Auch bekannt als Würfelhusten. Aber dann, viele Jahre zuvor, kam ein Mann hindurch. War es cool, es gibt wieder diese geile Mucke los. Sein Name war Athetos. Ach, von denen reden die komischen Viecher ja immer. Mann, sieht der scheiße aus. Also ein bisschen Cyberpunk, ne? Muss ich an Bubblegum Crisis denken, gerade so ein bisschen. Athetos ist ein Musterverstand, ein starker Manipulator. Er infizierte ganz Sudra mit Krankheitserregern. Nur wir überlebten, Rusalka, wie ich. Was ist das denn? Er nahm uns mit einem Bruchfessler gefangen. Ach, deshalb sehen wir nur die Köpfe, oder was? Bruch umspannt nun die ganze Welt und wir können nicht weg. Ja, das sind diese Glitche. Okay, Athetos wird gewinnen. Bald wird er uns zerstören und in den Rest von Weltenstrom einlegen. Ach, cool, dass wir jetzt erst die Story mitkriegen. Ist geil. Trace, meine Schwester, Ophelia hat dich gefunden. Nur du, kein anderer kann Athetos aufhalten. Athetos, ich lese dauernd Katheter. Katheter, der Böse. Sie hat mich gefunden in diesem Bruch. Was bedeutet das? Das weiß ich leider nicht. Nur Ophelia ist in dem Bruch und ist beschädigt. Okay, also warum ich? Diese ganz auserwählten Geschichte erfüllt mich nicht gerade mit Selbstvertrauen. Das weiß nur Ophelia. Das ist meine nächste Aufgabe. Reparaturdrohnen verfügbar machen und Ophelia und andere Rusalka... Und andere Rusalka reparieren, okay? Ophelia kennt einen Weg, die Krankheitserreger zu umgehen. Das ist wichtig für dich. You don't say. Wieso? Bin ich in... Ich hab grad gelesen, bin ich Gärtner. Bin ich in Gefahr oder bin ich schon infiziert und weiß es nicht? Die Krankheitserreger sind in allen Kreaturen hier, aber du kannst in einem Ei heilen. Ja. Natürlich. Danke für all dein Entgegenkommen. Ich werde dir helfen. Geht ja nicht anders. Ich erwarte aber ein paar Antworten von deinem Freund da. Okay, geh, ich werde auf dich achten. Wenn du mich brauchst, ruf mich. Per Pager, Telegram oder wie soll ich dich rufen? Mal gucken, was hier noch so geht. Und wieder ausschalten, ich will nach Hause. Ich muss gleich erstmal saven. Hier brauche ich auch wieder was anderes zu, um hier durchzukommen, ha? Huh? Scheint so. Was soll das denn? Okay. Oh, okay. Und nu? Der Mantel! Da habe ich im letzten Part von gequasselt. Der Mantel. Was kann ich denn damit? Lass mich raten, durch diese Wände gehen. Modifizierter Laborkittel. Doppeltippen, wenn an Wand angelehnt, um hindurch zu teleportieren. Das ist ein alter Laborkittel. Sieht aus wie, wie aus einem Laserlabor. Was? Woran siehst du das? Das ist ein stinknormaler Laborkittel. Das Innere sieht anders aus. Irgendwie biomechanisch, wie eine Waffe. Wie meine Waffe, okay? Wie zur Hölle ist das hierher gekommen? Du solltest dich eher fragen, wie du hierher gekommen bist. Ach, geil. Kann man hier noch bohren? Ich mag ja immer so gerne bohren. Ich komme aus Borkum. Hahaha. Okay, ich lasse das lieber. Zap. Okay, cool. Dann kommen wir da jetzt weiter. Kriege ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Energie. Okay. Geräusch, ne? Schlüpf. Ich bin doof. Ich bin da reingefallen. Den brauche ich gar nicht. Yeah, Energie. Schlüpf. Au. Die rosa Suppe sieht gar nicht gut. Sieht aus wie Scissor. Oder wie das Zeug und dem Krang immer von den Turtles immer rumgesippt ist. So. Bossfight besiegt. Oh, wir sind schon bei 48. Dann wird gesaved. Dann mache ich erstmal Pause. Oh, 40 sehe ich nur. Okay. Okay, das ist gut. Zip.
Ja, das war's dann für diesen Part. Wieder einen dicken, fetten Boss platt gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Gebt mir eine Foto nach oben und einen netten Kommentar, ihr geilen Menschen. Peace!